2022. Ein neues Jahr, ein neuer Monat, ein Neuanfang für viele und eine Chance, neue Gewohnheiten umzusetzen. Aber nicht nur das, auch eine Chance, alte, schlechte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Hier kommen 8 schlechte Gewohnheiten, von denen wir uns im neuen Jahr freimachen wollen. Erstens, nicht auf die eigene Gesundheit achten. Wer kennt's nicht? Man verspürt beim Arbeiten erste Erkältungssymptome wie Husten oder Schnupfen, ignoriert das Ganze, weil man denkt, dass es eh nicht so schlimm sei. Und Stunden später findet man sich dann mit richtigen Symptomen, also richtigem Husten, richtigem Schnupfen und eventuell sogar Fieber im Bett und ärgert sich einfach schwarz, weil man genau weiß, dass wenn man auf sich gehört hätte, man wahrscheinlich das Schlimmste hätte abwenden können. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz klares Beispiel für eine schlechte Angewohnheit, mit der wir 2022 alle mal aufräumen sollten. Wir alle wissen es hinterher immer besser, dass wir irgendwas hätten anders machen können, aber in der Situation selber nehmen wir Warnzeichen viel zu selten wahr. Deswegen mein Appell: Esst gesund, trinkt genug, erstmal die Basics, versorgt euren Körper ausreichend und wenn ihr euch dann widerspiegelt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann nimmt das auch wahr und schaltet vielleicht mal einen Gang runter. Und das Ganze meine ich nicht nur mit körperlichen Symptomen, sondern das meine ich auch bezogen auf mentale Symptome. Wenn ihr merkt, dass ihr euch über einen längeren Zeitraum leer fühlt, häufig traurig seid, dann ignoriert das nicht einfach, sondern nehmt euch vielleicht erstmal ein paar Tage für euch, vielleicht erstmal nur ein bisschen Me-Time. Plant ihr euch wirklich aktiv in den Kalender ein und am allerwichtigsten, plant ihr euch nicht nur ein, redet nicht nur davon, sondern nehmt es wirklich ernst und priorisiert das Ganze auch. Oder schreibt eure Gedanken auf. Schreibt euch einfach mal alles von der Seele, was euch so auf dem Herzen liegt. Das tut mir persönlich immer total gut. Oder was auch immer hilft, ist einfach mal seine Liebsten anzurufen, Familie oder Freunde und einfach mal über seine Probleme zu reden. Man muss nicht immer das Gefühl haben, als wäre man eine Last für andere. Oftmals ist es einfach ein Geben und Nehmen und ein alleiniges Gespräch hilft schon sehr. Zweitens, negativer Self-Talk. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, alle anderen sind besser als ich. Ich glaube, diese Glaubenssätze kennen wir alle. Das Problem mit diesen Glaubenssätzen ist, dass unsere Gedanken irgendwann Realität werden. Das heißt, je häufiger wir etwas in unserem Kopf wiederholen, desto eher glauben wir es, bis es irgendwann zu unserer eigenen inneren Einstellung wird. Deswegen achtet 2022 darauf, wie ihr mit euch selber sprecht. Seid eure eigene beste Freundin, feuert euch selber an, seid euer eigener Cheerleader und immer wenn schlechte Gedanken oder negative Glaubenssätze aufkommen, widerlegt diese aktiv, schreibt es euch auf, pinnt es euch an die Wand und ich möchte 2022 keinen negativen Pep-Talk mehr von keinem von euch sehen. Okay? Schreibt's mal in die Kommentare. Drittens, zu allem Ja sagen. Ein Problem, von dem bestimmt viele von euch auch betroffen sind, denn ich war es die letzten Jahre eigentlich immer und so langsam wird es besser. Man ist am Arbeiten, ist auf jeden Fall beschäftigt, bekommt eine Nachricht, dass man irgendetwas tun soll, von welcher Person auch immer. Und man lässt alles stehen und liegen und fängt sofort damit an. Oder noch schlimmer, man möchte gerade entspannen und sich ausruhen und plötzlich kommt eine Nachricht und man sagt wieder Ja zu allem, was gerade reinkommt, obwohl man eigentlich wirklich einfach nur seine Ruhe haben möchte. Und ganz ehrlich, Leute, damit hören wir 2022 auch auf. Wir müssen nicht sofort springen, nur weil eine andere Person irgendwas von uns möchte. Wir können auch einfach mal Nein sagen. Und deswegen gilt bei mir die Regel, wenn ich arbeite, ist mein Handy im Flugmodus. Man kann mich gar nicht erreichen, egal was ist. Und erst danach, wenn ich mit allem Kram fertig bin, kann ich mich auch um andere kümmern. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern das heißt einfach nur, dass man seine eigenen Aufgaben vielleicht erstmal priorisiert. Viertens, exzessives Vergleichen. Scrollt man so durch Social Media, gewinnt man den Eindruck, dass andere Leute a. erstmal alle schöner sind, b. erfolgreicher sind, c. ein schöneres Leben haben und diese Liste geht endlos so weiter. Und das Ganze lässt einen einfach nur mies fühlen. Und deswegen lasst uns 2022 einfach mal damit aufhören. Denn ich kann euch sagen, das Gras ist immer irgendwo anders grüner. Und das heißt nicht, dass es diesen Leuten automatisch immer besser geht. Man hat einfach nur den Eindruck, dass es ihnen besser gehen würde. Deswegen, wenn ihr solche Momente habt, in denen ihr euch schlecht fühlt, wegen Social Media oder wegen generell Vergleichen, das können ja auch Leute im realen Leben sein, dann nehmt euch einen Moment, lenkt euch ab, macht vielleicht mal was anderes, lest eine Minute, geht in euch und denkt mal daran, wie schön euer eigenes Leben eigentlich ist. Weil das vergisst man nämlich halt ziemlich häufig. Man verliert irgendwie so seine Dankbarkeit, weil man sich ständig nur vergleicht. Und das ist doch super schade, oder nicht? Fünftens, zu spät anfangen. Man liegt im Bett, hat einen guten Nachmittag mit einem guten Buch oder einer guten Serie und denkt kurz an die Hausarbeit, die ja irgendwie noch im Kopf rumschwirrt, aber man denkt sich, man hat ja noch genügend Zeit, vergisst das Ganze und setzt den Nachmittag ganz entspannt fort, bis man irgendwann feststellt, dass irgendwie doch nicht mehr so viel Zeit da ist. Und dann bekommt man Panik.
Panik, das Ganze nicht mehr rechtzeitig fertig zu bekommen, und man weiß ganz genau, dass das Ergebnis schon nicht mehr so gut werden kann, wie wenn man direkt angefangen hätte. Daher lass es uns 2022 doch so machen. Wir haben alle einen Kalender. Wir haben alle etliche Programme, mit denen man wunderbar planen kann. Plant euch eure Deadlines aktiv ein. Schreibt euch, wann Dinge fällig werden. Schreibt euch, wann diese Hausarbeit abgegeben werden muss, wann diese Klausur ist, und leitet daraus ab, wann ihr mit dem Lernen oder mit dem Schreiben anfangen müsst. Man vermeidet wirklich so viel Stress, so viel Sorgen, so viel negative Gedanken, denn selbst wenn man Freizeit hat, kann man die ja nie vollständig genießen, wenn man immer weiß, dass man noch irgendwas zu tun hat. Deswegen lasst uns auch 2022 einfach mal probieren, nicht zu den Letzten zu gehören, die ihre Hausarbeit abgeben. Sechstens, Multitasking. Wer kennt's nicht? Man hat seinen Laptop offen, versucht Mails zu beantworten, gleichzeitig ist man am Telefon, nimmt einen Anruf entgegen, gleichzeitig versucht man Notizen zu machen, gleichzeitig versucht man noch zu lernen für die Uni. Irgendwie in der Hoffnung, mehr aus seinem Tag rauszuholen, mehr zu schaffen, mehr To-Dos abzuarbeiten, und sorry to break it to you, aber das wird nicht funktionieren. Mehrere Studien haben mittlerweile bewiesen, dass wenn wir zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her switchen, besonders wenn diese Aufgaben sehr komplex sind, es immer schwerer für unser Gehirn wird, uns zu konzentrieren, wir werden weniger effektiv und es wird immer wahrscheinlicher, dass wir einen Fehler machen. Deswegen lasst uns diese Multitasking-Kultur doch einfach mal 2022 durchbrechen. Konzentriert euch auf eine Aufgabe und macht diese Aufgabe dann komplett und richtig. Siebtens, keine Pausen machen. Wie oft hatte ich diese Situation schon? Ich habe auf die Uhr geguckt, festgestellt, es ist langsam Zeit für eine Pause, habe abgewunken, anstatt was zu essen, lieber mir einen Kaugummi in den Mund geschoben und einfach munter weitergearbeitet, nur damit ich irgendwie weiter produktiv sein kann. Aber no, Leute, so funktioniert es nicht. Unser Körper braucht Pausen. Es gibt mittlerweile verschiedene Studien, die belegen, dass die geistige Gedankenkraft nach etwa 45 Minuten voller Konzentration schon abnimmt. Wer das ignoriert und einfach immer weitermacht, muss mit ernsten Einbußungen in der Leistung rechnen. Deswegen, Leute, Pausen sind nichts für Loser, sondern notwendig. Nehmt euch die Zeit, dehnt euch mal durch, schnappt frische Luft und setzt euch dann voller Kraft wieder dran. Achtens, sich von Misserfolgen aufhalten lassen. Das Folgende kommt dir doch bestimmt auch bekannt vor. Du hast eine Klausur geschrieben, schaust voller Hoffnung rein und siehst dann ein schlechtes Ergebnis. Und bist erstmal maßlos enttäuscht von dir selber und auch davon, dass du so viel Zeit da rein investiert hast. Voller Wut auf dich und die Umstände hast du in Zukunft gar keine Lust mehr und verlierst komplett deine Motivation, weiter zu lernen. Das Ding ist, es wird immer schwer, bevor es leicht wird. Ihr dürft traurig sein, ihr dürft wütend sein, ihr dürft euch ins Bett legen und weinen, aber irgendwann müsst ihr anfangen, den Misserfolg zu akzeptieren, denn ihr könnt ihn sowieso nicht mehr ändern. Und ihr müsst lernen, euer Problem zu analysieren. Was ist beim letzten Mal schiefgelaufen? Was kann ich beim nächsten Mal ändern? Aber vor allem, wagt einen Neuanfang, geht es neu an, denn nur so könnt ihr wachsen. Das war's auch schon mit den schlechten Gewohnheiten. Am Sonntag geht's weiter mit 22 guten Gewohnheiten für 2022. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, und bis dahin eine gute Woche.